Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Die sogenannten ESG-Anleihen, also die Umweltanlagen. ESG steht für Environmental, Social and Governmental Responsibility. Diese Anlagen, also die ganz speziell in Unternehmen und Projekte Gelder investieren, die für hohe Umweltstandards stehen, für soziale und ethische Aspekte und die gerade in letzter Zeit enormen Zulauf bekommen haben, die sind jetzt vermehrt in der Kritik. Warum? Beispielsweise der ehemalige Leiter der BlackRock-Sparte, genau der diese Sparte geleitet hat bei BlackRock, BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat angemahnt, dass da viele Placebo-Effekte mit dabei sind, dass also da viel mehr Schein als Sein ist. Viele dieser Anlagen, sagt er, sind eigentlich nicht wert, als solche bezeichnet zu werden. Es wird so gemacht, um höhere Gebühren von den Anlegern einfordern zu können, aber da wird viel Schindluder getrieben. Mittlerweile ist auch Allianz Global Investors in Verruf gekommen und einige andere, gerade wegen dieser Geschichten, ja, die entsprechenden Aufsichtsbehörden ermitteln. Da sieht man mal wieder, wie es mit so Trendthemen immer wieder läuft. Da wird gemerkt, dass spezielle Anlagen viel Zuspruch erfahren und dann springen eben viele auf diesen Zug auf, auch die, die es eigentlich nicht verdienen, die nur Gebühren absahnen wollen. Vorsicht bei Trendthemen, habe ich vergangene Woche war es ein Video genannt, das genau auf diese Gefahren hinweist. Am Montag hat der DAX zum ersten Mal mit 40 Teilnehmern eröffnet. DAX 40, vorher DAX 30 und dann ging es gleich mal nach unten. Hat aber nicht nur den DAX betroffen, weltweit ging es am Montag an den Börsen nach unten. Warum? Da gab es einige Gründe. Zum einen natürlich die Lieferengpässe, die nach wie vor vorherrschen, der Chipmangel, gesenkte Konjunkturprognosen in Amerika, ist wieder das Gerangel um die Anhebung der Schuldenobergrenze für den amerikanischen Haushalt ein Thema. Da streiten sich die Parteien ja regelmäßig über die Anhebung. Und natürlich auch in Deutschland die Bundestagswahl, die ansteht. Und eine ganze Reihe solcher Probleme haben dazu geführt, dass eben die Kurse wieder mal nach unten gegangen sind. Nichts Gravierendes, aber dennoch, es ist halt auch Börsenmonat September. Der September ist selten ein starker Börsenmonat gewesen. Da kommt es oft zu einer nachsommerlichen Delle. Mal schauen, wie es weitergeht. Evergrande ist auch ein Thema, warum die Börsen so nach unten gegangen sind. Evergrande, dieser chinesische Immobilienentwickler, ist in Schwierigkeiten gekommen und das Problem ist immer noch nicht gelöst. Es hat sich zugespitzt Anfang der Woche. Da wurden viele Aktien auf den Markt geschmissen, deutliche Kursverluste. Hat sich mittlerweile wieder etwas beruhigt. Warum? Weil das Management sagt, wir haben die Sache im Griff. Ihr könnt euch auf uns verlassen, wir finden in Kürze eine Lösung. Und zum anderen hat die chinesische Notenbank vermehrt wieder Gelder in die Märkte gepumpt, um Panik zu vermeiden. Doch generell, das Problem ist noch nicht gelöst. Mal schauen, wie es weitergeht. Übrigens hat das diese Woche auch die Luxusmarken betroffen. Warum? Weil, falls Evergrande pleite gehen sollte, da steckt auch viel Geld von wohlhabenden chinesischen Gruppen drin. Und diese Bevölkerungsschicht, die hat dann weniger zur Verfügung, um Geld auszugeben. Und das ist natürlich genau die Gruppe, die verstärkt Luxusartikel nachfragt. Deshalb auch dieser Einbruch bei den Luxusartikelaktien. Die Lufthansa hat ihre Kapitalerhöhung begonnen. Am Sonntag wurde sie angekündigt. Und Montag passierte etwas, was sehr selten ist. Nach solchen Ankündigungen, der Lufthansa-Kurs stieg. Normalerweise fallen die Kurse, weil es ja zu einer Verbesserung bei den Aktien kommt. In diesem Fall stieg er. Am Mittwoch
begann dann der bezugsrechte Handel. Das führte dann optisch dazu, dass der Lufthansa-Kurs um den Wert dieser Bezugsrechte um etwa ein Viertel nach unten ging. Aber insgesamt zusammengerechnet ist der Kurs weiterhin gestiegen. Da sieht man, die Aktionäre, die Investoren sehen diese Kapitalerhöhung anscheinend positiv als Beitrag zur Lösung der Problematik bei Lufthansa. Insgesamt schaut es ja mit der Luftfahrtbranche wieder zumindest etwas optimistischer aus. Eurowings, die Lufthansa-Tochter, hat im Juli wieder mal einen Gewinn vermeldet, den ersten nach der Corona-Krise. Auch das macht Hoffnung, und Ryanair hat die Prognosen angehoben. Und die amerikanische Regierung hat das Einreiseverbot gelockert, zumindest für geimpfte europäische Passagiere, Luftfahrtpassagiere, die mit dem Flugzeug anreisen. Auch das trägt natürlich zu einer möglichen Erholung dieses Bereichs bei und ist positiv für die Luftfahrtbranche. Großbritannien hat ein anderes Problem, denen gehen die Arbeitskräfte aus. Das ist ein Problem, das es nicht nur in Großbritannien gibt. In großen Teilen Europas ist das immer mehr ein Problem, nur in Großbritannien verstärkt. Warum? Auch wegen dem Brexit. Nach dem Brexit sind vermehrt osteuropäische Arbeitnehmer aus dem Land geflüchtet, mussten zum Teil auch raus, und die kommen jetzt natürlich nicht mehr zurück. Mittlerweile fordert die britische Wirtschaft von Boris Johnson, wieder vermehrt Europäer einwandern zu lassen, um diesen Arbeitskräftemangel zu beheben. Tja, mal schauen, wie Boris Johnson darauf reagiert. Bis jetzt jedenfalls kann man sagen, dass der Brexit kein Erfolgsmodell für die britische Wirtschaft war. Auch die großen Handelsabkommen, gerade aktuell, versucht ja Boris Johnson eins mit Amerika, mit Joe Biden auszuhandeln. Der hat nett, aber abgewunken. Auch das hat nicht funktioniert. Mal schauen, wie es in dieser Problematik weitergeht. Der BDI hat die Konjunkturprognose gesenkt von 3,5 auf 3%. Warum? So eine Sondersituation wie aktuell hat es selten, vielleicht sogar noch nie gegeben. Zum einen volle Auftragsbücher, ausgelastete Wirtschaft, Produktion an der Kapazitätsgrenze. Zum anderen muss Produktion abgestellt oder verringert werden wegen der Lieferengpässe und dem Chipmangel. Und das ist das Problem. Und das ist auch der Grund, warum eben diese Konjunkturprognosen nach unten gefahren wurden, weil nicht voll produziert werden kann. Aber auf der anderen Seite sind die Forschungsinstitute optimistisch, auch was 2022 betrifft, denn es wird ein vorübergehendes Problem sein. Es werden dann, spätestens im nächsten Jahr, wird es zu einigen Nachholeffekten kommen, sodass da die Prognosen äußerst optimistisch sind. Die Investitionen, das passt dazu, die weltweiten Investitionen, die sind auf Rekordhöhe. So hoch wie schon lange nicht mehr. Eben auch ein Grund dieser Kapazitätsengpass, der behoben werden will. Die Unternehmen müssen investieren, um der Auftragsnachfrage nachzukommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sondereffekte, wie beispielsweise die niedrigen Zinsen, die vielen Konjunkturprogramme, das viele Geld, das in die Märkte gepumpt wurde. Aber eben auch ein starkes Wirtschaftswachstum nach dem letzten Jahr, nach dem deutlichen Einbruch durch Corona, und all das trägt dazu bei, dass die Firmen wieder mal investieren, wie schon lange nicht mehr. Auch das könnte sich für die Zukunft positiv bemerkbar machen. Sie sind zumindest optimistisch, sonst würden sie nicht investieren. Ein Problem sind aber die immer höher steigenden Energiekosten. Die Gaspreise, die explodieren teilweise, nicht nur in Deutschland, ein großes auch europäisches Problem, das da im Moment vorherrscht. Europäische Regierungen beraten, wie sie dämpfend einwirken können. Auch dafür gibt es natürlich hausgemachte Gründe. Zum einen natürlich die starke Nachfrage nach dem großen Einbruch letztes Jahr,
Seitdem in diesem Jahr läuft die Wirtschaft natürlich wieder deutlich besser. Dazu braucht es natürlich mehr Energie. Asien hat einen stark erhöhten Gasnachfragebedarf. Dann war der letzte Winter relativ kalt bei uns. Die Gasspeicher wurden deutlich stärker geleert als üblich. Die müssen jetzt wieder aufgefüllt werden. Auch das trägt zu einer deutlichen Nachfrage bei. Amerikanisches LNG, also Flüssiggas, gelangt nicht nach Europa. Die Amerikaner verkaufen es lieber nach Asien, weil die höhere Preise zahlen. Und all das trägt dazu bei, dass die Gaspreise enorm gestiegen sind. Tja, manche unten, da spielt Gazprom eine Rolle wegen Nord Stream 2, wegen dieser Pipeline, die ja gerade fertiggestellt wurde. Der Druck soll, so sagen diese, soll erhöht werden, dass diese Pipeline möglichst schnell ihren Betrieb aufnimmt, um zusätzlich Kapazität nach Europa zu schaffen. Ob es wirklich so ist, niemand weiß es. Es gibt schon viele Argumente, die nichts mit Nord Stream 2 zu tun haben, sondern eben mit dieser stark erhöhten Nachfrage und dann auch ganz hausgemachte Probleme wie diese CO2-Bepreisung, die eingeführt wurde und die Thematik Umstellung auf erneuerbare Energien. All das trägt dazu bei, denn auch die Strompreise sind da deutlich gestiegen. Eben auch mit diesem Hintergrund, dass viele politisch verursachte Kosten immer mehr draufgeschlagen werden und so natürlich die Preise nach oben getrieben werden. Der Kohleanteil übrigens bei der Stromproduktion, der hat im ersten Halbjahr wieder die erneuerbaren Energieträger überholt. Es wurde wieder deutlich mehr mit Kohlestrom erzeugt. Warum? Weil zum einen relative Windflaute war über Winter und im ersten Halbjahr und weil Kohle im Vergleich zu den angestiegenen Gaspreisen wieder mal günstiger ist und so diese Kraftwerke deutlich wirtschaftlicher arbeiten. RWE profitiert davon. Die haben ja einige Kohlekraftwerke am Laufen und trotz der Problematik, dass die CO2-Preise auf Kohle sich natürlich durchschlagen und die Zertifikate verknappt werden, hat RWE enorm davon profitiert, weil sie sehr geschickt vorgesorgt haben. Die haben nämlich dann, als die CO2-Zertifikate günstig waren, entsprechend viele am Markt aufgekauft. Und davon profitieren sie jetzt. Und das freut natürlich die RWE-Manager und zum Teil auch die Aktionäre. Aber wir sollten natürlich auch da auf die Umwelt schauen. Dieses Problem muss gelöst werden. Die einen sagen, Europa will zu viel auf einmal, das führt eben zu diesen Verzerrungen. Und die anderen sagen, Europa ist zu spät dran. Hätten sie früher umgestellt, dann gäbe es diese Probleme nicht. In jedem Fall, wir haben sie jetzt. Es ist eine deutliche Belastung für die Industrie und auch für die Verbraucher. Eine Lösung muss gefunden werden. Last but not least, eine zweitägige FED-Sitzung, FED, amerikanische Notenbank, hat stattgefunden, auf die mit Spannung gewartet wurde. Beschlossen wurde, dass das Tapering, also das Auslaufen der Anleihekäufe, dass das in absehbarer Zeit kommen wird. Es werden in absehbarer Zeit weniger Anleihen gekauft und die Zinsen könnten schon 2022 erhöht werden in Amerika, wenn, und das ist die entscheidende Bedingung, die Wirtschaft sich positiv weiterentwickelt. Amerika, die amerikanische Notenbank, legt ja im Gegensatz zur europäischen ein großes Augenmerk auf den Arbeitsmarkt. Nur dann, wenn sich die Arbeitsmarktzahlen weiterhin positiv entwickeln, so sagt Powell, wird auch die Zinserhöhung nächstes Jahr kommen. Die europäische Notenbank hat ja andere Aufgaben, die muss vor allen Dingen auf die Inflation achten. Das war's von mir, von dieser Woche. Was habe ich vergessen? Was gibt es sonst noch Neues? Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.